Wir werden als ersten Punkt kurz einmal noch für diejenigen, die unser Projekt nicht kennen, ein paar Sätze zum Projekt selber sagen, um nachher dann sehr schnell in die ersten Anwendungsstrategien zu kommen und wie wir dann entsprechend auch die Herausforderungen aufnehmen, wie wir das in Zukunft dann auch mit den beiden Projektpartnern umsetzen wollen. So, ich muss nur ganz kurz. Das Projekt Awareness Lab dient mit seinem Namen, wo wir das wo ganz bewusst in den Mittelpunkt gerückt haben, eben wie von Professor Bruck gerade angesprochen, zur Unterstützung der digitalen Transformationen, die wir in uns in allen unterschiedlichen Lebensbereichen haben, mit Geoinformation. Also eben dieses Wo als zusätzliches gliederndes Element herauszuarbeiten und dort, wo wir mit der Digitalisierung hingehen, auch das als wesentliche Unterstützung zu nehmen. Dankenswerterweise wird das Projekt im Rahmen von WIS 25 durch das Land Salzburg gefördert, um eben hier auch den Wissenschaftsstandort im Bereich der Geoinformatik, im Bereich der angewandten Geoinformatik, im Bereich des Transfers zu Wirtschafts- und Industriepartnern entsprechend weiterzubringen. Dazu haben sich die Universität Salzburg, der Bereich Zentrum für Geoinformatik, die FH Salzburg und das Research Studio iSpace, der Forschungsstudios, der Research Gesellschaft, Research Studios Austria Forschungsgesellschaft zusammengetan und sind hergegangen und mit den Unternehmen und haben mit den Unternehmenspartnern Palfinger, Copodata, Liebherr und Meyer-Mellenhof hier versucht, ein Projekt zusammenzustellen. Und da mag man jetzt einfach mal schauen, ja, wie kommen denn diese unterschiedlichen Partner dazu, etwas Gemeinsames zu haben. Das Gemeinsame ist der Raum, in dem wir uns alle entsprechend bewegen. Wenn wir uns das Thema ansehen, wo stehen wir denn aktuell gerade, wenn es eben darum geht, wenn wir nach außen schauen, wir sehen immer stärkeren steigenden Kostendruck. Wir sehen, dass die Innovationszyklen sich intensiv reduzieren. Wir sehen auch, dass man mehr komplexe Produkte brauchen. Wir sehen, dass wir auch ganz intensiv eben gefordert sind, Intelligenz in unsere Produkte reinzubringen und das Ganze natürlich auch vor einem ganz wesentlichen Hintergrund, nämlich dass wir mit den Energien, dass wir mit den Ressourcen, die wir auf unserer Welt haben, entsprechend haushalten müssen. Und eine Idee, dem Ganzen dann zu begegnen, ist, mit der digitalen Transformation eben herzugehen, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle, die sich in einem stetigen Veränderungsprozess befinden, entsprechend aufzunehmen, diese Veränderungsprozesse, die als Chancen zu begreifen, und die Herausforderungen aufzunehmen, um hier dann eben bessere Lösungen zu schaffen, die wir entsprechend dann auch in der Realität einsetzen können. Aber was ist die Realität dann auf der anderen Seite? Die Realität ist dann auf der anderen Seite teilweise doch sehr stark damit noch immer geprägt, dass wir sehr, sehr viele unserer Informationsbestände noch in diesen einzelnen Datensilos haben, dass diese nicht so leicht miteinander in Beziehung zu setzen sind. Also diese digitale Transformation, bei der wir sehr, sehr viele Datenbestände entstehen haben, diese Informationen müssen wir in einer Form zusammenbringen, dass wir in Zukunft entsprechend sehr gut damit umgehen können. Das hat uns dazu bewogen, uns ein paar Punkte herauszunehmen, die wir mit Geoinformatik in Zukunft besser lösen wollen, damit wir diese Datenbestände besser zusammenkriegen. Auf der einen Seite haben wir gelernt, Position, sei es gestartet von dem, wo wir uns täglich uns auf die Straße begeben und ein Ziel von A nach B uns begeben, dass wir dort entsprechend immer mit Position behaftet sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wenn wir dann auch die Positionierung in Innenräumen haben möchten, dort wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, unser erstes Ziel ist, einfach besser zu verstehen, wo sind wir, wo sind unsere Assets drinnen, wie draußen, um nachher dann, wenn wir dann das Wissen eben genau mit diesem Wissen hergehen können und zusätzliche Auswerte- und Verwertungsstrategien schaffen zu können. Das benötigt dann aber auch, dass wir bei den Informationen, die wir speichern, auch entsprechende Qualitätsmechanismen mit berücksichtigen bei der Datenaufnahme, zusätzlich berücksichtigen die
Security-Anforderungen, gerade wenn wir hingehen und es um unternehmenskritische Daten geht und um industriekritische Daten geht, dass wir das entsprechend auch gut aufnehmen können. Aber nicht nur die Daten dann entsprechend zu organisieren und für sich zu behalten, sondern die dann auch wieder zurück zu reflektieren, nach außen zu gehen und hier eben nicht nur mehr mit 2D-Karten und mit 2D-Informationen zu arbeiten, sondern all die Möglichkeiten, die uns neu eröffnet werden, im Zuge mit 3D, 4D, Augmented Reality, Virtual Reality, dass wir all diese neuen Technologien entsprechend verwenden und verwerten können. Gleichzeitig ist es auf der anderen Seite dann eben genau diese Zusammenschau dieser Informationsstrukturen, dieser Datenbestände, die wir brauchen. Und da müssen wir uns selber ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, okay, ja, wie kriegen wir denn diese Informationen zusammen? Ich nehme in der Lehrveranstaltung immer das Beispiel. Auf der einen Seite sprechen wir von einem Berg. Aber was ist ein Berg? Einmal ist der Berg 50 Meter, wenn wir in Holland sind. Bei uns unter 1000 Meter werden wir nicht wirklich ein Grinsen auf das Gesicht bekommen. So, wir müssen einfach auch hierher gehen und die Datenstrukturen, die Inhalte, die wir haben, entsprechend zusammenbringen und weiterverwenden können. Und das logischerweise alles, das können wir viel besser schaffen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, Wirtschaft, Industrie und Forschung gemeinsam eine Vernetzung zu schaffen, vor allem auch hier im Bereich Salzburg. Grundidee also als Lösungsansatz, wir nehmen Informationsbestände, wir erweitern diese mit ihrem Kontext, wir geben Raum und Zeit dazu und schauen so, dass man über diese zusätzlichen Beziehungen, die man vor allen verschiedenen Datenbeständen reingeben kann, eben eine sehr, sehr viel bessere Kombination zusammenbringen, eben wenn wir auf einen Café gehen, dass wir auch das Wo, Wann und Wie, was für uns alles selbstverständlich ist, und haben, dass wir das auch bei den Datenbeständen mit berücksichtigt haben. Jetzt werden wir in drei kleinen Teilmodulen hergehen und versuchen, runterzubrechen für unser Awareness Lab, um uns auf der einen Seite uns eben über diese Positionierung von Assets uns Gedanken machen. Die passiert natürlich nicht in luftleeren Raum, da ist rundherum nicht schwarz herum, sondern das passiert in Gebäuden, das passiert auf Industriegeländen und um diese Informationen entsprechend auch wiederkehrend zu befliegen, zum Beispiel kann man so etwas wie Drohnenaufnahmen sehr gut verwenden, um dieses Abbild der Realität in einem aktuellen Status entsprechend weiterzubringen.